Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten und heute will ich euch zeigen, wie ihr in Android Hintergrundprozesse programmieren könnt. Und zwar werde ich heute einen Hintergrundprozess programmieren, der alle 10 Minuten im Hintergrund ausgeführt wird und dort irgendetwas tun kann. Das ist immer wieder praktisch, zum Beispiel wenn man Daten von Servern abfragen will oder sonst irgendwas immer im Hintergrund überprüfen will für seine App. Das ist auch zum Beispiel bei WhatsApp so, da wird das zwar viel öfter als alle 10 Minuten abgefragt, aber da wird immer in einem bestimmten Zeitintervall abgefragt, ob da Nachrichten auf dem Server sind und so. Was werden wir heute auch machen, zwar nicht mit Servern, sondern ich werde euch einfach zeigen, wie ihr im Hintergrund alle 10 Minuten einen Toast anzeigen könnt. Toast, wisst ihr, ist so eine kleine Meldung, ist auch gerade eingeblendet, wie es dann am Ende aussehen wird, die App. Und dieser Toast, der wird einfach immer eingeblendet, obwohl die App, aus der das kommt, gar nicht aktiv ist. Ihr könnt auch die App aus der App rausgehen, ihr könnt das Handy Instant beischalten und so, also ist total egal, der Hintergrundprozess, der läuft immer. Auch nachdem ihr das Handy dann rebootet habt, also neu gestartet habt oder es ausgeschaltet habt, wird beim Neustart sofort der Hintergrundprozess wieder gestartet. Das heißt, der ist eigentlich immer aktiv, das ist auch so üblich bei Hintergrundprozessen. Und ja, dann würde ich sagen, let's go! Zuerst gehen wir mal in unsere Main Activity rein, hier können wir mal dieses Menü rauslöschen, weil wir es wie immer eh nicht brauchen. Und dann brauchen wir als nächstes einen Hintergrundprozess und diese Hintergrundprozesse, die heißen in Android Service. Und so ein Service, der funktioniert mit einer extra Java-Klasse und die werden wir uns jetzt erstellen. Gehen wir also auf Java und dann hier auf das erste Ding und dann hier auf Rechtsklick Java Class. Geben dann hier den Namen ein, zum Beispiel Hintergrund Service und hier haben wir dann unsere Klasse. Und hier, die kriegt noch einen Extens, weil es ein Service ist, müssen wir das natürlich der Klasse auch sagen, dass es ein Service ist, deswegen Extens Service. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr diesen Service nehmt, wo Android.app steht und nicht irgendwie den anderen Service, der hier steht. Also müsst ihr aufpassen, dass ihr den nehmt. Und dann müsst ihr das hier noch implementieren, also die Methoden hier reinbringen, beziehungsweise es ist nur eine, das ist die OnBind-Methode, die werden wir aber heute gar nicht verwenden. Trotzdem ist sie hier drin und die können wir mal schön nach unten schieben, denn jetzt kommt die Methode, die wir heute eigentlich verwenden werden. Und zwar ist das die onStartCommand. Die werden wir heute verwenden und die wird immer sofort ausgeführt, wenn dieser Service ausgeführt wird. Und diesen Service werden wir nachher mit einem Alarmmanager alle 10 Minuten dann ausführen oder eben in einem bestimmten Zeitintervall. Das könnte ich auch nochmal dazu sagen, dass ihr dieses Zeitintervall natürlich anpassen könnt. Da könnt ihr zum Beispiel auch alle Stunde oder sonst irgendwas nehmen. Das ist auch total egal. Hier wird dann alles ausgeführt, was wir hier reinschreiben wollen. Und wie gesagt, ich will immer einen Toast anzeigen, so eine kleine Meldung. Dann immer alle 10 Minuten und das mache ich ganz einfach mit Toast.makeText get application context. Dann euren Text. Hintergrundprozess wurde ausgeführt. Dann will ich die Länge des Toasts noch festlegen mit Toast.lengthlong nehme ich jetzt extra mal, damit man es besser sieht. Und dann .show. Und jetzt will ich als nächstes noch auch noch nicht nur einen Toast anzeigen, sondern das auch noch in die Loghead reinschreiben. Die Loghead ist ja dieses Ding hier, wo ihr dann eben hier die Loghead habt und da werden alle möglichen Befehle vom Handy, was mit USB-Debugging an den PC eingeschlossen ist, dann da gesendet vom Handy aus und dann kann ich ja auch am PC sehen, wenn dieser Service hier ausgeführt wurde, damit ich das euch nachher schön zeigen kann, dass der auch alle 10 Minuten schön getaktet wurde. Also machen wir noch logd, log.d. Dann müsst ihr einen Tag festlegen, damit ihr sehen könnt, dass es auch euer Ding ist. Da könnt ihr irgendwas reinschreiben, zum Beispiel Hintergrundprozess. Macht dann ein Komma und da könnt ihr dann als nächstes eure Nachricht reinschreiben, zum Beispiel Hintergrundprozess wurde ausgeführt. Diese beiden Zeilen, die könnt ihr natürlich dann durch euer Ding ersetzen. Also das heißt, da macht ihr dann zum Beispiel eure Serverabfrage rein oder auch sonst irgendwas, was ihr eben im Hintergrund ausführen wollt. Das ist dann komplett euch überlassen. Das mache ich jetzt nur beispielhaft, damit eben irgendwas passiert alle 10 Minuten. So, jetzt haben wir zwar den Service, aber der würde jetzt noch nicht funktionieren, weil erstens wir das noch nicht im Manifest eingetragen haben und zweitens der Service noch nicht gelauncht wurde, also noch nicht gestartet wurde, denn den müssen wir erst mit einem Intent starten. Was wir nachher machen, jetzt werde ich erstmal den in Manifest eintragen, damit der funktioniert. Hier gehen wir in den Application-Bereich und machen dann hier einen neuen Tag und zwar einen Service. Und da wird das hier schon vorgeschlagen, Punkt, und dann den Namen der Klasse müsst ihr da schreiben, also unser Hintergrundservice. Könnt ihr auch direkt wieder zumachen, wir brauchen da nicht mehr und dann ist der direkt hier drin. Und jetzt wollen wir den Service natürlich noch ausführen, was wir mittels eines Alarm-Managers machen werden. Und das machen wir in unserer Main-Activity. Hier will ich einfach, dass dieser Prozess alle 10 Minuten ausgeführt wird, ab dem Zeitpunkt, wo wir die App öffnen oder auch will ich euch nachher noch zeigen, wenn ihr nachdem ihr das Handy neu hochgefahren habt.
Hier wollen wir dann natürlich das starten. Und zwar will ich, wie gesagt, dass das 10 Minuten, nachdem wir das gestartet haben, zum ersten Mal ausgeführt wird und dann eben immer mit 10 Minuten Intervall. Das Ganze werden wir mit einem Alarmmanager machen. Also holen wir uns hier einen Alarmmanager. Kann man Alarmmanager nennen. Ist gleich, dann brauchen wir einen Kontext, die MainActivity.this und dann Punkt GetSystemService und dann brauchen wir hier wieder unseren Kontext, MainActivity.this.AlarmService, damit dann aus dem System dieser Service rausgeholt wird. Ein Alarmmanager, der verschwindet nämlich aus dieser Activity dann im System, auch nachdem diese Activity hier geschlossen wurde, ist der immer noch aktiv, dieser Alarmmanager, und kann dann diesen Hintergrundprozess hier steuern nach Belieben. Hier habe ich noch was vergessen, hier muss natürlich noch deklariert werden, dass es hier ein Alarmmanager ist. Und dann ist es auch nicht mehr rot hier. Und diesen Alarmmanager, den werden wir gleich ausführen. Jetzt brauchen wir nämlich noch einen Intent, mit dem können wir dann hier den Hintergrundprozess starten. Und diesen Intent, den werden wir einen Pending Intent geben. Und dieser Pending Intent, der kann dann vom Alarmmanager aus gestartet werden, damit dieser Pending Intent dann wiederum den Intent startet, der dann diese Klasse hier startet. Ja, jetzt brauchen wir den Intent. Müssen wir natürlich noch importieren mit Alt und Enter. Und den kann ich jetzt zum Beispiel Start Service Intent nennen, ist gleich New Intent. Und jetzt brauchen wir wieder unseren Kontext, also die MainActivity.this und danach die Klasse, die wir ausführen wollen, in diesem Fall unser Hintergrundservice. Deswegen schreiben wir hier jetzt Hintergrundservice.class, weil es eine Klasse ist. So, Sekunde dahinter und jetzt brauchen wir noch den Pending Intent. Pending Intent Start Service Pending Intent ist gleich Get Service. Also pending-intent.getService und dann brauchen wir unseren Kontext wieder, also unsere MainActivity.this und danach könnten wir einen Request-Code eintragen, falls wir da irgendwas zurückfordern wollen oder so, brauchen wir aber nicht. Dann kommt als nächstes der Intent rein, den wir mit diesem Pending-Intent starten können und das ist in diesem Fall unser Start-Service-Intent, mit dem wir dann hier den Hintergrund-Service starten können. Also schreiben wir hier Start-Service-Intent rein und dann können wir noch eine Flag eingeben, falls wir noch irgendwas Besonderes brauchen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Deswegen kann man das so belassen. Als nächstes wollen wir dann den Alarmmanager auch starten, damit er dann ans System geht und da arbeiten kann. Und das machen wir mit Alarmmanager.setRepeating. Repeating heißt, dass es eben immer sich wiederholen soll in einem bestimmten Zeitintervall. Und als erstes müssen wir einen Typ reinschreiben, was das denn für einen Typ von Alarmmanager sein soll, also wie der arbeiten soll im Grunde. Und das machen wir mit Alarmmanager.rtcWakeUp nehmen wir in diesem Fall, damit er dann immer so zu diesem Zeitintervall aufwacht und die Aktion ausführt. Und dann als nächstes LongTriggerAdMillis. Das ist die Zeit, zu der das zum ersten Mal ausgeführt werden soll, und zwar in Millisekunden. Und ich will das jetzt 10 Minuten, nachdem diese Zeile ausgeführt wurde, zum ersten Mal will ich diesen Alarmmanager hier starten lassen, also dass eben der Hintergrundservice 10 Minuten danach ausgeführt wird. Und das mache ich einfach, indem ich mir die normale Zeit hole, plus 10 Minuten. Und das machen wir mit einem Kalender am besten. Deswegen machen wir uns hier mal kurz einen Kalender. Kalender ist gleich Kalender.getInstance. Und diesen Kalender, den setze ich jetzt mal die Zeit in Millisekunden, set time in millis, und hier hole ich mir jetzt die Systemzeit mit system.countTimeMillis. Das heißt, wir haben hier die aktuelle Uhrzeit in Millisekunden, die kann es nur einmal geben, und dann will ich, damit das dem die Zeit plus 10 Minuten ist, will ich hier nur noch 10 Minuten in Millisekunden haben, und das mache ich einfach, indem ich hier schreibe plus und dann 1000, denn ihr wisst ja, eine Sekunde sind 1000 Millisekunden, mal 60, dann, na, nicht 60, genau, und dann mal 10, und das ergibt dann insgesamt 10 Minuten. Ihr könnt natürlich auch die Zahl schon vorher rechnen und dann hier direkt reinschreiben, aber so ist es anschaulicher, dass wir eben hier 1000 Millisekunden haben, mal 60 ist eine Minute, mal 10 sind dann 10 Minuten, und dann könnt ihr hier euren Kalender reinschreiben, Punkt get time in millis, und dann habt ihr ja die Zeit, zu der das dann eben ausgeführt werden soll zum ersten Mal. Wenn ihr da jetzt nichts haben wollt, also wenn das direkt ausgeführt werden soll, sobald diese Zeile hier ausgeführt wird zum ersten Mal, dann schreibt ihr hier einfach nichts rein und dann ist das schon gut so.
So könnt ihr es aber dann machen, wenn ihr eine Verzögerung haben wollt. Als nächstes kommt dann hier rein das Zeitintervall, in dem sich das immer wiederholen soll. Das soll sich ja im 10-Minuten-Abstand wiederholen und dafür schreiben wir dann wieder unsere 10-Minuten-Formel da rein. Also 1000 mal 60 mal 10 Millisekunden sind 10 Minuten. Und dann als nächstes kommt dann noch unser Pending Intent, der dann ausgeführt werden soll. Und das läuft dann so, dass zuerst mal nach diesem Zeitintervall, was wir hier haben, zum ersten Mal der Pending Intent hier gestartet wird. Und danach wird es immer im 10 Minuten Abstand wird der Pending Intent hier gestartet. Und dieser Pending Intent, der startet dann wiederum hier den Intent, den wir hier haben. Und dieser Intent, der startet dann hier die Hintergrund, den Hintergrundservice und dadurch wird das Ganze dann ausgeführt. Das ist eine Menge Umleitung, aber so macht man das halt. Gut. Jetzt läuft das Ganze eigentlich schon. Jetzt wird der Service immer gestartet in 10 Minuten Abstand, also genau das, was wir eigentlich wollen. Hier die Millisekunden, die müsst ihr dann eben anpassen zu eurem Zeitintervall. Wenn ihr es hier zum Beispiel 20 haben wollt, dann schreibt ihr hier natürlich eine 2 hin. Oder eben euer komplett individuelles Zeitintervall. Das könnt ihr auch so machen, wie ihr wollt. Jetzt haben wir hier noch was vergessen beim Hintergrundservice, und zwar müssen wir dran denken, dass wir diesen immer, wenn diese Aktion dann hier ausgeführt wurde mit dem Toast und dem Ding hier oder was ihr eben da habt, dann auch wieder den Service ordentlich beendet, denn sonst geht er nur auf die Systemressourcen und belastet die. Und deswegen sollten wir diesen Service dann immer wieder beenden, wenn das Ganze dann durchgelaufen ist. Und das können wir ganz einfach mit Stop Self machen und dann ist der ganz einfach beendet und belastet nicht das System. So, jetzt haben wir das zumindest so weit, wenn ich die App öffne, dann wird dieser Service gestartet und läuft dann so lange, bis wir das Handy ausschalten, also bis wir es komplett ausschalten. Nicht nur Standby, sondern wenn wir es eben richtig runterfahren, dann wird dieser Service ja auch beendet und der Alarmmanager. Aber es ist ja so, dass wir dann eigentlich wollen, dass der Service sofort wieder aktiv ist, sobald wir das Handy wieder hochfahren. Und dafür machen wir das so, dass wir uns an unsere App eine Benachrichtigung schicken lassen, wenn das Hochfahren abgeschlossen ist und dann sofort hier den Alarmmanager wieder starten lassen, damit das Ganze geht. Und das Ganze funktioniert mit einem Broadcast Receiver. Ein Broadcast Receiver, da steckt ja schon das Wort Receiver drin, das ist ein Empfänger, der Befehle vom System empfängt. Das kann man zum Beispiel benutzen, wenn sich der Akkustand ändert oder sonst für irgendwas, aber es ist eben auch ein Broadcast Receiver. Für den Fall, dass das Handy hochgefahren ist, dann kriegt das eine Benachrichtigung, Junge, das Handy ist hochgefahren, mach dein Ding. Und dann kann man das hier ausführen lassen. Diesen Broadcast Receiver, den werden wir uns jetzt erstellen. Dafür brauchen wir erstmal was im Manifest wieder. Und zwar brauchen wir jetzt hier einen Receiver, auch wieder im Application-Bereich. Receiver. Und den kann ich jetzt einen Namen geben, zum Beispiel Boot Complete Receiver. Könnt ihr natürlich so nennen, wie ihr das wollt. Den müssen wir gleich noch erstellen. Und dann könnt ihr das hier wieder zumachen. Und müsst dann hier etwas reinschreiben, und zwar einen Intent-Filter, damit er dann immer an diesen Receiver hier Befehle gesendet werden, wenn ein bestimmtes Event eintritt, in diesem Fall, wenn der Bootvorgang abgeschlossen ist von dem Handy. Und das macht ihr mit einem Intent-Filter, macht ihr dann hier wieder zu, und in diesen Intent-Filter müsst ihr jetzt eine Action reinschreiben, und zwar android.name, und dann brauchen wir hier die Action .boot completed. Und dann kriegt diese Klasse, die wir gleich erstellen werden, diese dieser Broadcast Receiver, der kriegt immer eine Benachrichtigung, wenn hier das mit dem Booten fertig ist. Die müssen wir jetzt hier erstellen. Gehen wir wieder hier hin. Neue Java-Klasse. Fügen dann den Namen ein, der muss genauso sein wie hier unten, sonst funktioniert es am Ende nicht. Und dann haben wir unsere Klasse, die kriegt noch eine Extens wieder, weil es hier ein Broadcast Receiver ist, müssen wir dem das natürlich auch sagen, dass es einer ist. Broadcast Receiver müssen wir hier wieder implementieren, und zwar die onReceive Methode, und diese wird immer ausgeführt, wenn wir den entsprechenden Befehl, den wir hier eingetragen haben, kriegen, in dem Fall, dass der Bootvorgang abgeschlossen ist, und hier können wir dann unsere entsprechende Aktion ausführen. Aber Google empfiehlt hier, wir sollen besser nochmal gegenprüfen, ob dann auch wirklich nur die Aktion vom Booten abgeschlossen hier reingekommen ist, nicht dass irgendeine andere Aktion da fehlerhaft hingesendet wurde. Deswegen will ich das nochmal abfragen, indem wir hier einen Intent mitkriegen, den kriegen wir hier in die onReceive-Methode geliefert, und in dem steckt dann quasi der Befehl, dass das ausgeführt wurde, und da machen wir Intent.getAction
Equals und hier können wir dann überprüfen, ob das auch wirklich die Aktion booten fertig ist und die können wir jetzt hier kopieren. Android.action von boot complete, die müsst ihr euch genauso kopieren, die dürft ihr nicht irgendwie anders schreiben, sonst läuft das am Ende nicht. Und dann wird es hier nochmal gegengeprüft, dass auch wirklich nur diese Aktion ausgeführt wurde und nicht, dass irgendein anderer Broadcast-Receiver dahin gesendet wurde von irgendeiner anderen Aktion. Und hier will ich jetzt wieder den Alarm-Manager starten, wie wir es schon hier gemacht haben, damit dann wieder am Ende dieser Hintergrundprozess alle 10 Minuten ausgeführt wird. Dafür kann ich mir das hier eigentlich schon komplett kopieren. Dann müssen wir nur noch gleich die Kontexte anpassen. Und dann fügen wir das hier in diese If-Abfrage ein. Wir müssen das hier noch bestätigen. Und dann steht hier überall noch das mit dem Rot unterkringelt, weil das natürlich hier nicht die Main Activity ist, sondern da kommt jetzt ein anderer Kontext rein. Und wenn ihr mal hier oben in diese Methode seht, hier haben wir schon einen Kontext mitgegeben und den können wir doch gleich ausnutzen. Schreiben wir einfach Kontext rein und dann ist das Ganze gegessen. Hier überall natürlich, wo das hier unterstrichen ist. Kontext passt, dann hier auch Kontext. Und hier natürlich auch. Jetzt wird das Ganze auch gestartet, wenn wir das Handy neu hochgefahren haben. Und nachdem wir jetzt das hier gemacht haben, brauchen wir nur noch eine Permission im Manifest, damit wir auch dann das garantiert mitkriegen, wenn das dann hochgefahren ist. Denn da brauchen wir eine Permission für. Und die heißt Boot Complete, also Receive Boot Complete. Und damit ist uns quasi auch gestartet, dass wir abfragen dürfen, wann das gebootet hat. Jetzt ist eigentlich auch schon die App fertig, also jetzt tut sie alles, was wir wollen und jetzt kann ich sie ja direkt mal ausführen. Und die App wurde jetzt ausgeführt und jetzt müsste in 10 Minuten ein Toast hier unten erscheinen und hier unten im Dialog hätte eine Meldung kommen, dass unser Hintergrundprozess ausgeführt wurde. Ich werde diese App jetzt mal eine Stunde laufen lassen und dann werde ich euch am Ende die Logcat zeigen, damit ihr seht, dass es alles schön ausgeführt wurde. So, ich habe das Ganze jetzt eine Stunde lang laufen lassen. Leider ist mein Emulator abgeschmiert, deswegen habe ich das Ganze nochmal auf meinem richtigen Handy ausgeführt. Und da sind leider auch aus der Logcat inzwischen die Einträge wieder rausgeflogen. Ist aber kein Problem, ich habe die alle mitgeschrieben, deswegen können wir uns jetzt die hier in so einer Tabelle anschauen. Und hier seht ihr jetzt schon, hier haben wir die Logcat-Zeiten und hier haben wir die theoretischen Zeiten. Das habe ich nämlich extra gemacht, weil man hier sieht, hat man leichte Abweichung von den theoretischen Zeiten. Also das heißt, hier kam das erste Mal der Toast. Und theoretisch ist das natürlich auch hier, weil ich das als Ausgangspunkt genommen habe. Aber dann kam hier das nicht direkt 10 Minuten später, sondern eben mit einer kleinen Differenz von einer halben Minute. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hat der Junge das schlecht programmiert oder was? Nee, also das ist kein Fehler von mir, sondern das ist normal. Im Grunde, das sind kleine Differenzen, die daran liegen, dass es seit API 19, also Android 4.4 ist das, ein System gibt, das den Alarmmanager inexact macht. Also das bedeutet, dass das Handy guckt, wo von verschiedenen Apps da viele Events sind, also eben, ob es da mehrere gibt, die ungefähr am gleichen Zeitpunkt sind. Und dann werden die alle zusammengelegt zu einem Bündel und werden dann alle auf einmal losgefeuert. Und dann spart das Akku und dann kommt es eben zu diesen kleinen Differenzen. Das sind aber, wie ihr seht, keine großen Differenzen. Die gehen normalerweise nie über eine Minute drüber. Hier gab es mal einen Einzelfall, aber das ist wirklich auch schon eine Ausnahme eigentlich, dass das hier mal über eine Minute anders ist, als es eigentlich sein sollte. Also da gibt es, wie gesagt, keine Abweichung, aber das ist ja eigentlich auch total egal. Weil wenn man nur irgendwas im Hintergrund macht, wovon der Nutzer gar nichts merkt, dann muss es ja nicht exakt sein. Deswegen sollte man den Alarmmanager auch nicht nutzen, wenn man eine Wecker-App programmieren will. Denn da will der Benutzer natürlich pünktlich geweckt werden und damit nutzt man dann auch andere Funktionen, deswegen sollte man das hier nur für Hintergrundprozesse benutzen mit dem Alarmmanager. Ja, und das war es auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Hintergrundprozesse sind ja immer recht nützlich und wenn ihr alles verstanden habt und so, dann könnt ihr mir wie immer gerne einen Daumen nach oben geben oder meinen Kanal abonnieren. Der Abo-Button ist ja wie immer direkt unter mir. Da oben habe ich noch mein letztes Video, wo ich gezeigt habe, wie man ein Recycler View programmieren kann. Also eine neue Art der Liste. Schaut euch auf jeden Fall an. Und dann könnt ihr hier unten noch meinen Social Media Links folgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Samstag zu einem neuen coolen Video. Ciao!